Moin Leute! Ja, es geht wieder weiter. Wir haben wieder mit Fabi zusammengespielt. Oder ich. Ich habe die letzten Schliffe an der Mauer gemacht. Hab die nochmal zugemacht unten. Hab die Türme nochmal angeschlossen mit den ganzen Armen und der Munition und so. Hab mich darum gekümmert. Und wir haben schon mal Pläne geschmiedet. Und zwar, weil wir oben dann. Ja, die Stahlproduktion natürlich auch anregen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir noch ein bisschen mehr Eisenerz bekommen. Und ja, da gucken wir, dass wir jetzt zu dem anderen Eisenerz vorstoßen. Ja, mal gucken, wie das dann klappt in der nächsten Folge. Wie gesagt, hier geht es jetzt so ein bisschen noch um die Base, ein bisschen dicht machen, sage ich mal, dass da nicht so viele Leute reinkommen. Das war ja, wie gesagt, immer noch ein bisschen problematisch, auch schon in der letzten Folge. Aber es dauert natürlich auch alles immer ein bisschen, bis die Mauer dann so fertig ist, bis sie doppelt steht, bis die Türme da sind, bis dann die Förderbänder sind und so weiter und so fort. Das ist immer ein langer Rattenschwanz. Ja, ich will auch nicht so viel rumlabern. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Boah, wir werden irgendwo wieder. Oh Links gut, oben. okay, ja. Weil da stand unten rechts gerade eine 12. Das war, glaube ich. Vom Beispiel. Irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Ah, die Greifer werden nicht gebaut, weil nicht genug Zahnräder kommen, weil nicht genug Eisen platt kommen. Das ist ist nicht fleißig. gut. Ja. Muss was noch ein bisschen umstellen. Donald Trump wäre auf jeden Fall stolz auf mich, Alter, mit der Mauer. Jeden Fall. Boah, schon fertig. Du. Jetzt hab ich durchgeforscht alles, ey. Stufe 3 kommt. Wir brauchen Stahlträger und Ziegelsteine. Die Ziegelsteine werden, glaube hochhäuser. ich, gebrannt. Stahlträger Ganz natürlich gut. nicht. Stahlträger natürlich nicht, weil wir zu wenig Eisenplatten haben. Ne? Genau. Geschichte. Aber ganz oben stauen die sich doch die Eisenplatten. Dann setze ich da doch mal eine Stahlträgerproduktion hinter. Du kannst erstmal eine einzelne laufen lassen. Und wie Ja, gesagt, dann genau. Dann gucken von wir, mir. dass wir uns Oh, hier bald sind rüber Militärs machen. fertig. Das war einfach. Echt? Was? Ja. Wie? So schnell? Es war Eine relativ schnell. Sekunde. Ich habe nur gesehen, du fängst es an und oben links, oben rechts steht schon wieder. Kann weitergehen. Brauchen halt nicht viel, Oh, ne? jetzt kommt es auch von rechts hier tatsächlich. Ein Einzelner. Oh, schön. Ganz rechts, hart rechts. Motor. Okay, das war ganz schlau. Ah, Handgranaten, Fabi. Ja, habe ich gebaut. Hand Geforscht. Grenades und panzerbrechende Munition. Auch gut. Oh, dafür brauchen wir Stahl anscheinend. Das. Ich brauche Kohle und Eisenplatten. Ich renne runter, ich hole mir Kohle. Ich produziere jetzt erstmal Granaten durch. Das ist gut. Einfach am Mann. Ja. Ich glaube, so 20 Granaten jeder und dann geht es da oben ab. Meine Leertaste gedrückt, als ich übers Band gelaufen bin, hat mich gewundert, warum er nichts aufnimmt. Er wirft die Hand gerade an, einfach die ganze Zeit in die Base. Das wäre nichts Unnormales. So, was wollte ich machen? Stahlträger, ne? Wie waren das nochmal? Einfach nur schmelzen, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Eisenplatten schmelzen war es. Bin mir da aber auch gar nicht sicher. Wie es mal. Mit Gemütlichkeit. Genau. Kistchen brauche ich, Kistchen. Bisschen. Sind Granaten abbrechen hier.
Kistchen. Automobilität. Es geht los. Vor allen Dingen jetzt alles, da ich erforsche, sind wieder völlig im Stress mit Dinge automatisieren. Stimmt. Aber es ist halt so, ist ja nicht schlimm. Ja. So, der geht darüber. Brauchen so einen Ofen hier. 6 Stahlträger. Ein bisschen Stil. Die schlafen einfach nicht. Sind seit einer Stunde am Nölen. Ups, ja. Schlafen ist aber langweilig. Ja. Bin aber nur als Erwachsener irgendwann cool. Waren das mit den Ziegeln? Achso, du hast gar keine Ziege über. Wie? Ja, die Ziege, die produziert werden, gehen 1:1 in die Mauerproduktion. Ah ja. Ist doch gut. Mhm. Warte mal, das mache ich mir das hier. Ich habe auch irgendwie gesehen, man kann auch die Fische irgendwie aus dem Teich holen, ne? Sich damit dann irgendwie heilen. What? Ja. Frag mich mal wie. Ah, hier, ich hole mal einen raus. Zack. 5 Rohrfisch. Wie? Ranstellen oder auf diesen Schatten drücken? Geil. Kannst du den reinziehen? Ich war gefühlt 2 Jahre unterwegs. Vielleicht komme ich wieder und erkenne die Base nicht mehr, weil alles schon Stufe 12 ist oder so. Was? Nicht genug? Achso, ich habe schon einen. Jawohl. Ich weiß nicht weiter. Ich ja, das. Singen unsere Teilnehmer immer. Echt? Also denkst du, wenn du in die Gesichter guckst? Entweder das oder der Affe mit dem Becken. Ja. Kling, 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 kling. Ja. So, ich bin da tatsächlich einmal im Kreis, ne? Ich bin einmal doch rumgegangen. Geil. Aber ich habe gesehen, unten war noch eine Lücke. Ritsche, Ratsche, voller Tücke in die Brücke, eine Lücke. Genau, ja, so sehe ich das auch. Okay. So, die 1600 Dings sind auch weg. Bei der Bänder oder was das waren. Guck mir nochmal ein paar. Ja, die nächste Forschung, ne? War ja richtig. Ja, Stufe 2 machen wir jetzt fertig und alles Gute.
Oh, da kommen sie wieder. Oh, oh. Batz, batz, batz. Weg, weg, weg. Hey, du bastelst hier auf jeden Fall gut rum, ne? Naja, ein bisschen. Ich kann ja sonst bei der Munition auch, dass die halt nicht so viel verbraucht. Mach ich da den Greifer hin. Das Auto kannst du bauen. Ah ja, ja, jetzt geht's ab. Aber brauchen erstmal Motoren. Motoren können wir bauen mit Rohr, Eisen, Zahnrad und Stahlträger. Haben wir alles schon. Ja? Sehr gut. Da reicht auch langsamer. Da fahr ich wieder irgendwo mit gegen, bestimmt. Natürlich. Es wird nicht in der Base gefahren. Geschichte. Strom. Stromnetze fordere ich, mache ich gerade, dann können wir diese Verbindungsdinger bauen. Ist ein bisschen geiler, ne? Verbindungsdinger? Ja, für die Stromnetze, diese langen. Ach so, ja. Stangendinger. Weißt du, was ich meine? Ich sag mal ja. Oh nein, ich bin ein richtiger Troll. Oh. Ich meine den großen Strommast und den mittelgroßen Strommast. Ja. Wenn man so weit kommt. Ja. Ah, oh Mann, wenn man dumm ist, dann ist man dumm, ne? Wenn man dumm ist, ist man ja, halt ist dumm. Man dumm. Ja. Ist richtig. ach Mann. Können wir schon Bodenplatten bauen? Nee. Nee, können wir noch nicht. Hier diese, den Boden. Unsere Base muss schöner werden, diese Bodengeschichte. Ja, mit den Ziegeln geht das, aber die werden ja nicht eingelagert, hast du gesagt. Jetzt inzwischen schon, da habe ich eine kleine Kiste hier gebaut. Ah ja. Ich tausche jetzt nach und nach alle Dinger aus, hier alle schmelzen. Ah ja, bist auch schon in Gang. Mhm. Also drehst durch, sagst du. Naja, die Schmelzen müssen halt getauscht werden. Weil, ja, natürlich. Aus Gründen. Die Base muss schöner werden. Beziehungsweise... effizienter. Ist halt viel effizienter, genau. Weil die kleine, der kleine Schmelzofen stellt in Herstelltempo 1 und der große in 2. Mhm. Das heißt, er ist doppelt so schnell. Ja, das ist gut, dann kommt ja auch mehr Eisen an. Genau. Das heißt, da wo es vorher gefehlt hat, können wir mit den doppelt so schnell hinkommen. Das ist top. Hallo. Hallo? Ich bin schüchtern, sag nicht meinen Namen. Das können wir aber woanders hinbauen, das Ding. Komm mal dahin. Ich weiß nicht weiter. Mein Inventar ist wieder voll mit irgendeinem Müll. Da los. Meins war glaube ich noch nie voll. Ist das? Ich weiß nicht, ob es pfiffig ist, aber ich habe für deine Munition mal einen schnellen Greifer genommen, der vom Band die Eisenplatten holt.
Ja, ich Weil hab der. der hintere war nicht bedient. Ach so. Ich habe mir einfach gedacht, gib dir mal einen langsamen, damit das Eisen da besser ankommt. Bei Munition läuft jetzt auch im Kreis eigentlich. Top. Ja. Aber das stoppt er automatisch, wenn es voll ist. Stahlträger werden bei den Geschütztürmen jetzt produziert. Ah ja, sehr gut. Zumindest ein Hochofen. Ich bin fast, ob ich noch einen zweiten setze, aber das Problem ist ja bei da keine Kohle. Ne? Ich muss die mit händisch in so eine Kiste tun. Ja. Dann hält es erstmal, aber. Ich glaube, Eisenplatten geht jetzt voran hier. Sehr gut. So langsam. Ich sag ja, du eskalierst rein. Schon wieder ein Troll. Das ist halt mit der Dummheit, ne? Das ist halt. Ich trolle mich selbst einfach. Ich denke so, ja, das passt. Da passt ein Greifer am Zwischen und dann baue ich das hier einfach so quer. Passt das ja, easy going, ja, schön, schön. Ein zweiter nach hinten gesetzt, gar nichts passt. Okay. Ist in Ordnung. Von hier an blind. Wo wird nochmal dieser Boden hergestellt? Welcher Boden Das muss ich denn? immer noch. Ne, diese Platten, Bodenplatten. Oder haben wir die echt noch nicht? Die Hier ist noch Ziegel. eine. Ziegel meinst du? Die Ziegelstein, ganzen. Bauplan oder was? Ja, du, nee, die Ziegel werden schon produziert, meine ich. Ach ja, du nimmst einfach nur ein Nimmst du Ziegel. einfach nur in der Hand, dieses gammelige Ding, und dann läuft das eigentlich. Dann wird es ja schneller, ne, eigentlich. Was? Die Bewegung. Ah, siehst du, 130%. Man selbst wird schneller. Oder wie? Ja, genau. Ja. Dann könnte ich hier schon mal in der Main, on the Main Road. Wir haben Mit unseren Bass hier quasi nach oben laufen, ja, die ganzen Bänder, ne? ja. Lass ich dort da schon mal einen Weg nach unten machen. Man da doch schon mal ein bisschen schneller, immerhin. Ja, das ist gut. Bisschen schneller zählt auch. Ja. Gesundheit, ne? Ah, danke sehr. Na, ist gut. Immer rein. Corona kommt. Nee. Nee. Stauen sich irgendwo Zahnräder, sag mal. Ach, da oben, ja, ist gut. Darüber habe ich keine Informationen. Ja, eigentlich stauen sich nicht. Das ist nur oben das, wo was über ist, quasi das Band, wo es ins Nichts geht. Da staut sich's. Aber das ist gut, weil dann kann ich ein paar schnelle Fließbänder erstmal in der Hand herstellen. Händisch. Händisch. Genau. Und dann läuft sie noch besser bei den Zahnrädern in Produktion. Also, gute Dinge. Jawohl. Ja, Hochöfen läuft. Schon einige sind schon. Das ist super. Danach kommt dieser Lichtofenbogen. Der ist noch crazy. Ja, eigentlich. Stimmt. Der wird nur über Elektronik betrieben, ne? Da brauchst du gar keine Ja, Kohle mehr das für. ist auch das Gute. Ja.
Stromnetze ja. Dauert ganz schön lange. Warum eigentlich? Hängt das da oben? Nö, weiß das dauert aber lange. Okay. Okay. Warte, grün, ja, grüne hängt. Weil, warum hängt grüne? Keine Eisenplatten wahrscheinlich. Es hängt an. Fertig. Also nicht. Fertig. Sehr gut. Machen wir erstmal den jetzt. Werkzeuggürtel? Mehr Inventarplätze, ja. Oder? Ja, genau. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir diese Strommasten, das ist auch ganz geil. Dann stehen hier nicht die ganz kleinen Holzdinger rum. Ja, braucht man dafür Stahl? Eisenstangen. Okay. Stahlträger und Kupferplatten. Ah. Ja, also die Stahlträgerproduktion müssen wir dann gleich mal irgendwie vergrößern, glaube ich. Ja, ich, wie gesagt, ich würde sagen, da asseln wir dann irgendwie nach oben da. Mhm. Ah ja, Handgranaten habe ich. Ja, ja, sehr gut. Wir haben 22. Jetzt auch. Sehr gut, wir haben jetzt auch mittlerweile 1, 2, 3, 4. Gegnerrichtungen sozusagen. Hm. Wie werfe ich nochmal eine Granate? Hättest du, oder nicht? Wenn in der Hand gehalten, Linksklick zum Werfen. Ach ja, stimmt, die muss ich ja auswählen. Die muss ich auswählen und dann kann ich die werfen nach vorne. Wupp. Ah. Bam! Und weg mit den Bäumen. Ja, genau, stimmt. Weg mit den Bäumen. Ja, das ist, ne? Ja, nicht falsch verstehen. Ne? Bäume. Tschüss. Der Wald und die Bäume. Die Bäume und der Wald. Ja, richtig. Der Wald und die Bäume. Ja, wollen wir da oben mal kurz rein drücken? Mal ausprobieren, ob es klappt mit den Granaten. Hast du auch schon Granaten? Nö. Brauche ich dafür? Oh, gut, ich habe ja welche. Ja, dann reicht ja. Ich kann 5 herstellen. Ja. Diese. Kohle oder was? Kohle, da sollst du dich mangeln, du. Die Havoc. Oh, mein Inventar ist auch fast voll. Ja, potenziell. Ja, ich habe auch. Na gut, fast voll nicht. Ich habe meins halb voll, also von der Hälfte her. Hm. Ich habe einen befeuerten Erzförderer. Wo habe ich den denn her? Ich irgendwo aufgenommen. Hast bestimmt irgendwo wieder hingeschmissen. Wahrscheinlich. Einfach reingedroppt irgendwo. Tschüss. Will ich nicht mehr haben. Jetzt kommt zu wenig Eisenerz an, sehe ich schon. Wie immer. Wir werfen den nochmal weg. Wie? Ich weiß nicht mehr, wie ich das Haus werfen kann aus dem Inventar. Einfach wegschmeißen, oder? Ich weiß nicht wie. Verstehen, Bahnhof? Ich weiß nicht, wie ein. Ja, einfach Teil auswählen und rausziehen. Oder was meinst du? Ich kann es nicht wegwerfen. Man kann den doch irgendwie ablegen. Also es bleibt jetzt für immer an dir. Ich lieg jetzt hier. Mach hier unten meine Gammelkiste. Wo ist eigentlich das Tor hier? Die haben wir noch gar nicht. Mein Fehler. Musst du vorschalten. Ich hätte es ja schon gebaut. Ich mach wieder zu. Ja. Ich will nicht mehr rein. Ich hab keinen Bock mehr. So, soll ich mal probieren, die Granaten? Ja, warte. Ich suche meine Granaten hier im Inventar. Da. So, nee, machen wir da unten hin. Okay, ich renne erstmal an den Türmen lang. Ich komm nicht raus, ne? Ich will jetzt nicht. Die Türme machen das. Guck mal, siehst du da? Sie sind schon Hitmarker. Ja, sehr gut. Oh, ich bin gleich tot, Tobi. Scheiße. Ist zerlegt? Ja. Muss ich ausweichen? Fuck. Ach, das war dumm. Liegt da mein Stuff eigentlich? Ja. Weiß gar nicht, ich bin noch nie gestorben, glaube ich. Ich führe gerade den Endkampf durch. Yep. Wir haben gesiegt. Du liegst hier, Fabi. Reanimation. Ja, ich laufe. Du liegst hier einfach rum. Nein, geht nicht, glaube ich. Achso. Ich laufe jetzt hoch, ich komme. Okay, sehr gut. Gleich da. Sehr gut, dann können wir gleich den Zaun vergrößern und das Erz da holen. Oh. Zaun vergrößern? Nee. Wir fördern das hier rein einfach. Ja.
Das ist gut. Oder wir machen da oben die Produktion einfach von dem Kram. Ja, über uns oder links von uns ist jetzt die Vielleicht Frage. führen wir die beiden zusammen und dann machen wir dann nur Ja. Stahl. Oder? Ja. Und Ja, zwar. du hast alles auf. Oh, ey. Die Liste, ey. Zack. Komm rein, ich hab die Mauer in der Hand. Warte. Was nun? Ich habe keine Handgranaten mehr. Ach, stimmt, der muss ja an so einem Mast. Der dicke Mast musste auch an so einem Mast. Wie Hab ich mein? vergessen. Der dicke hier, der braucht einen dicken zur Verbindung. Ja gut, der braucht dann einen, damit er jetzt weit geht, ne? Genau. Ja. Das hatte ich verplant. Gut. Ach shit, jetzt habe ich hier wieder. Hab da bestimmt noch 20 Radare hier rumfliegen, ja klar. Muss auf einem Kurzradar setzen und dann, ne? Später ist alles. Da muss das nur nochmal ausgebaut werden zu einem dickeren Wall, aber ansonsten passt es. Ich glaube, jetzt sehen wir auch alles hier auf der Karte. Zumindest die Mauer halt, ne? Das heißt, wenn da irgendwas ist, dann können wir da immer schön lootern. Alles sieht alles gut aus. Luschen. Luschern Sie. Wie gesagt, die Munition fließt jetzt im Kreis. Das passt auch. Verteilt sich jetzt auch schön. Ja, sehr gut. Ja, mit dir geht's doch voran, ja, Alter. So lange wäre ich ja, also da hätte ich ja 8 Jahre für gebraucht, du. Naja, es tut immer schneller, ne? Ja. So, ist fertig. Jo. Wo ist das? Da. Stahlträger. Wo sind Ich die? würde es gerne markieren, ich weiß aber nicht wie. Hier? Nee. Hier. Hier? Da, wo du stehst? Ja. Wo jetzt genau? Hier drin? Ah Ach, ja, ist doch 5. alt. Ja. Alter, warum ist das aus? Ah. Ich wundere mich die ganze Zeit, dass hier nirgendwo was drin ist. Ach. Keine Fragen mehr. Ja, ich habe auch nicht viele, wie gesagt, das ist nur der eine Hochofen, ne? Das ist halt lästig. Egal. Den Anfang reicht's und dann in den nächsten 2 Folgen kümmern wir uns oder 3 Folgen kümmern wir uns dann da oben um das Ding. In 1,5 Stunden kriegt man das, denke ich mal, gewuppt. Ja, das kann natürlich sein. Tor steht. Ist gut. Ich hab's auf der Karte markiert. Das Tor? Ja. Verrückt. Das ist irgendwie witzig. Ja, die Mauer muss jetzt auch kommen, ne? Weil jetzt kommen sie hier aus allen Seiten, ey. Das ist krass. Oder von allen Seiten. Ich hab voll das Riesending, ey. Uff. Die auch Bräusche? Oder was war das gerade? Richtig. Wäsche. Fabio, was brauchen wir? Muss mehr
Ja, es muss mehr Dings hier, mehr Eisen. Genau, aber Eisen läuft, glaube ich, schon ganz gut, oder? Jetzt inzwischen wieder? Ja, Oder das, aber hängt immer noch? die fördern halt nicht Nee, es komplett hängt immer durch. noch. Ja, es hängt auch immer noch. Ah, oh, ich Ja, sehe gerade, dass es nicht mehr oben ankommt. Ah, durch die Hochöfen das hier. meine ich, da die machen halt schnell, ne? Du musst sie wieder zurückbauen, Fabi. Das ist zu Ja, viel. oder wir lassen jetzt von oben das andere reinlaufen, weißt du? Wir nehmen uns jetzt 6000. Hä? Weißt du, was ich meine? Nee. Erzförderer, Strom. Ach so, du Ja. meinst oben, von oben. Von oben hierher leiten. Ja. Willst du dann auch das die Stahl hier bauen? Ja. Also hier oben habe ich jetzt zwei Stahl. Ne, die gehen hier oben in die Kiste rein. Du musst halt Kohle hier reinlegen, das ist zwischendurch. Das ist halt ein bisschen doof. Ich würde Stahl dann auch unten machen nachher, aber Ja. jetzt habe ich es erstmal hier hingesetzt, weil hier halt dieser Überfluss ist. Ne? Also hier ist immer was über an Eisenplatten, deswegen habe ich das hier gesetzt, Das war gut. damit wir die verbrauchen, die da oben über sind. Hier unten ist halt das Problem beim Zahnrädern. Da habe ich jetzt schon einen schnellen Teiler und ein bisschen schnelles Band reingeschmissen, weil ich dachte, es reicht, aber es reicht natürlich nicht. Es muss ja von vornherein schneller sein. Und wenn ich das jetzt komplett schneller machen würde, würde es halt den Rest klauen. Ja. Und deswegen jetzt sind höchstens 4, 2, 3, manchmal der vierte mit angetrieben bei den Zahnrädern. Das ist halt ein Ja. bisschen doof. Da haben wir ein bisschen Mangel. Ja, ich glaube, das Beste wäre jetzt eigentlich, wenn man von oben jetzt mit dem Erzförderer das Zeug runterholt, dass man das hier mit drauf bringt. Ja. Weißt du? Dass es halt nach unten läuft zum Beispiel und dann im Kreislauf oder so. Ja, das hört sich gut an. Brauchen wir halt von den elektrischen Erzförderern. Ich mach mal 10. Habe ich. Muss ich hier Laufbahn das hier oben irgendwo?